Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Space Gone. Ja, wir machen uns dann auf ins Göttergebiet. Nachdem der nette Skizoja hier seine Wacht abgezogen hat. Und wir suchen das Flugzeugwrack. Und ich würde mal sagen, wir gehen lieber zu Fuß. Leider kein Schalldämpfer für die Assault Rifle für Sturmgewehr. Aber ich kann es jetzt nicht ändern. Ah, da stehen wir schon. Ein bisschen. Vorgeplänkel. Ich sehe den Kopf nicht. Ich glaube, der hat einen Helm auf. Ich glaube, da ist ein gepanzerter Gegner. Der sieht doch irgendwie kräftiger aus. Oder ist da, steht der hinter irgendwas? Der hat doch was auf dem Rücken, oder? Bei mir rankommen. Ja, der hat irgendwas am Rücken. Der hat Flammenwerfer. Nee, Maschinengewehr. Okay. Na, was? Mit einer Granate. Da sterben wir nicht dran. Ja, albern. Unglaublich. Der hat ein Maschinengewehr. Oh. Warum tausche ich das denn gegen die Sniper? Was eine Spezialwaffe ist. Oh nee. Was mache ich denn jetzt? Ich dachte, ich kann Maschinengewehr und Sniper benutzen. Das nun dann ich. 12 Schuss, na toll. Ah, da ist eine Missionskiste. Okay, wir haben 54 Ersatzmunition. Da können wir sogar einen Schalldämpfer dran haben. Ja. Das ist natürlich jetzt, weiß ich auch nicht. Ob das jetzt so gut ist, was ich hier mache. Okay.
muss ich denn machen? Ja. Gut, mit der Sniper komme ich gegen den auch nicht weiter. Und wie der mich sieht. Was für ein Hund. Okay. Den können wir abmachen. Und dann heilen wir uns einmal. Ne? Maschinengewehr. Ordentlich Bums, macht Spaß. Aber im Moment bin ich jetzt gar nicht mehr so Entfernung, sneaky. Attraktor voll. Ich glaube, wir kommen gleich. Bestimmt mache ich was. Ich nehme mal nicht an, dass das schon der letzte von den Typen war. Oh Gott. Schnitzer. Ich habe nicht keine. Ich habe nicht mal mehr einen Sniper. Ja, dass ich jetzt aber auch Maschinengewehr. Das ist so wie mit der Armbrust vorher. Armbrust oder Sniper? Gott, bitte seht mich nicht. Ich bin nicht tot. Aber ich musste ja unbedingt die Beeren sammeln. Es waren goldene Johannisbeeren. Es waren ja nicht irgendwelche Beeren. Ich sehe, da unten ist noch so ein Maschinengewehrmann. Boah, das kann doch nicht wahr sein. Wie hat der mich denn jetzt gesehen? Das macht doch überhaupt keinen Sinn. Kann ich den einfach weglaufen? Ah, wie ist das? Na, vielleicht doch. Ich erinnere mich. Das ist nicht schön. Oh Gott. Wir müssen aber hier rennen, oder? Okay, er läuft weiter. Was denn noch alles? Ich weiß es auch nicht, Digi. Ich finde das auch nicht witzig. Wird er langsamer? Hier raus? Wir haben ihn auf halbes Leben. Oh nein, hier kommt nicht.
Da! Fast geschafft! Nein! Oh, Vater! War es das? Verdammt nochmal. Ein hartes Stück Arbeit. Ein Brecher. Antibiotika. Ich muss Antibiotika finden. Ja, wenn man weiß, wie es geht, dann geht doch. Ja, das wird gehen. Ich muss dann zurück zu meinem Bike. Das wird ihm helfen. Und dann hauen wir hier ab, nach Norden, wie er es wollte. Deacon St. John, bist du da? Deek, hier ist Ricky. Over. Scheiße, ja. Ich weiß, wo ich bin. Hey, Ricky, hier ist Deek. Schlechter Empfang, ich kann dich nicht hören. Deek, wo bist du? Ich brauche... Nee, es tut mir leid, Ricky, ich habe gerade keine Zeit dafür. Ich habe Schüsse gehört. Was ist los? Sind auf ein paar Ripper gestoßen. Ich hab's geregelt. Geregelt? Was? Wow. Ich hätte's wissen müssen. Was wissen? Mann, Ricky, wer sorgt hier für Sicherheit? Weißt du was? Die Frage stelle ich mir jeden verdammten Tag. Ich bin hier fertig. Gut. Was machst du hier draußen? Was ich hier mache, Deek? Addy sagte, ich soll dich holen. Was? Warte einen Augenblick. Ist Boozer okay? Keine Ahnung. Wir müssen los. Was ist mit Boozer? Addy hat nur gesagt, dass ich dich finden soll. Dann hörte ich, dass du mit Skizzo hier geholt bist. Jetzt weiß ich, warum. Ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Die Absturzstelle, die medizinischen Vorräte, das ist kein Geheimnis, die... Iron Mike hat mit Carlos verhandelt und abgemacht, dass unser Camp alles mit den Rippern teilt. Schwachsinn! Wie meinst du das? Ich meine Schwachsinn! Ich war da, der halbe Frachtraum ist schon leer. Alle Spuren bei der Absturzstelle führen nach Süden. Ich habe seit Monaten mit diesen scheiß Rippern zu tun. Man darf ihnen kein verdammtes Wort glauben. Jetzt kriegst du mich, Skizzo. Er hat dich angestiftet. Er hat dir von der Absturzstelle erzählt. Ja, super. Hältst du mich jetzt für Skizzos Laufburschen? Nein? Wie hast du denn davon erfahren? Von einem Drifter in Copelands Camp. Wie du sagtest, es ist kein Geheimnis. Ja, klar. Skizzo will sich schon seit Monaten mit den Rippern anlegen. Er freut sich bestimmt, dass du das übernimmst.
muss ich antworten? Als ich dich das letzte Mal sah, vor dem Winter, hast du Iron Mike gesagt, er kann nicht mal, weil er nicht für Überlebende zahlen wollte. Das war ein kleines bisschen anders. Oh, ich erinnere mich doch ganz gut. Iron Mike wollte mit Sklavenhändlern nichts zu tun haben. Ich bin kein... Okay, wir haben niemanden zu irgendwas gezwungen. Was ist mit Tucker? Gilt das auch für Sie? Keine Ahnung. Mal dran gedacht, dass jemand, den du da draußen aufspürst, der am Verhungern ist, tagelang nicht geschlafen hat, dass der ihn nicht mehr weglaufen kann? Ne? Mal dran gedacht, dass er keine Wahl hat? Aber du hast sie trotzdem nach Hot Springs gemacht. Für ein paar Campen. Jeder hat eine Wahl, Dino. Für uns ist es auch hart, jemanden aufzunehmen, der nicht arbeiten kann, der nicht hilft. Weißt du, ich bin nur froh, dass Iron Mike nicht so ist wie du. Die sind an mir dran, Dick! Was? Wer sind die dran? William! William, wenn du mich hörst, du musst aufhören! Eddie, was ist los? Rosa? Hey, halt ihn fest! Was zum Zweifel machst du da? Was machst du da? Hör zu, wir müssen das tun und zwar schnellstens. Was tun? Lass das! Oh. Nicht den Dick. Arm! Nein, nein! Dick. Nein, du wirst ihm niemals! Nein, das tut ihm nicht an! Hör mir zu! Das Antibiotikum rettet sein Leben, aber nichts auf Gottes Erde rettet seinen Arm. Hör zu, du musst mir jetzt dabei helfen, oder dein Freund wird sterben. Okay. Wir verlieren ihn. Lass mich! Dick. Okay. Okay, alles klar. Komm. Hey, Kumpel. Hey, Kumpel. Okay, hör zu, du musst bei mir bleiben. Halt ihn fest. Okay. Hier. Dick. Dick. Ganz ruhig. Okay. Ja! Oh, meine Güte. Was ist los? Wir verlieren ihn. Nein, 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 er verliert zu viel Blut. Ihr müsst aufhören. Er verliert zu viel Blut. Gib mir den Verband. Okay. Rosa, komm schon. Halt ihn fest. Alles okay, Kumpel. Wo soll ich ihn festhalten? Festhalten, einfach so festhalten. Reiß dich zusammen und halt ihn festbieten. Du warst gut da dran. Damals auf der Highschool dachte ich, vielleicht studiere ich Maschinenbau. Oder doch lieber Chirurgie. Ich hätte wohl Chirurgin werden sollen. Und du? Hey, okay. Hast deinem Freund das Leben gerettet. Ich fürchte, das wird er anders sehen. Ja, vielleicht tut er das. Ich muss ihm jetzt eine Infusion legen. Weißt du, keine Ahnung, wo du das Zeug her hast. Ich will es gar nicht wissen. Aber es wird viele Leben retten, Deacon St. John. Sehr viele. Ich muss Eddie helfen. Mike, beruhige dich, okay? Deacon, komm raus! Ich weiß Bescheid! Es ging nicht darum, ihn umzubringen. Mike, lass gut sein. Es ist vorbei. Gott verdammt, ich weiß! Wird Boozer überleben? Keine Ahnung. Aber die Ripper da draußen sind dir gefolgt. Wenn Carlos das herausfindet, wird die verdammte Hölle losbrechen. Carlos kann mich am Arsch lecken! Du setzt das Leben anderer aufs Spiel. Ich hoffe, du weißt das. Du hattest keine Wahl. Mike, warte! Das mit dem keine Wahl, das ist immer so eine Sache, ne? Okay.
Wir sind jetzt auf Stufe 1. Was? Ah, jetzt kann ich meine Schalldämpfer kaufen, ne? Hey. Hey. Wie geht's dir? Oh, mir geht's super. Was geht, Blair? Kaufen. Bitteschön. Kaufen. Das ist doch schon besser. Ja, jetzt, wo du mir Sachen verkaufst, natürlich. Ach ja. Ach ja, bessere Sniper. Hm, toll. Das ist so doof. Das ist so doof, dass man Sniper und Maschinengewehr nicht gleichzeitig tragen kann. Na komm. Na dann? Ich behalte jetzt erstmal dieses Maschinengewehr. Du kommst bald wieder, ja? Ja, natürlich. Ich komme wieder, keine Frage. Dann können wir vielleicht was... Geht's um dein Bike? Hey, wie läuft's? Wir tanken erstmal nach. Shit, du brauchst echt viel Benzin. So, was haben wir hier? Motor könnten wir uns leisten. Boah, das ist ja fast schon doppelt so schnell. Und danach bin ich pleite, was die Kennpunkte angeht. Aber... Ja, das ist echt gut. Der Motor ist doch wert. Ja, das war dann. Ich bin hier, wenn was ist. Da haben wir einen fetten Motor. Jawohl. So, wo müssen wir jetzt hin? Ich erinnere mich, spüre die Ecke. Ist ja auch nicht so weit weg. Gut, dann würde ich sagen, in der nächsten Folge gucken wir mal, was bei dem Nero so los ist. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao.